Deshalb freuen wir uns umso mehr, dass wir bald nach Spanien gehen werden. Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Jetzt fühlt sich komisch an. Es ist schon lange her. Beziehungsweise so lange ist es eigentlich gar nicht. Ich glaube, der letzte ist irgendwann Anfang Oktober online gegangen. Und jetzt ist es Anfang Dezember, Mitte Dezember. Naja, so 2 Monate ungefähr, nicht ganz. Es hat gut getan. Es tut sehr gut, weil es einfach trotzdem unfassbar viel ist, was wir irgendwie zu tun haben. Und wir waren super viel krank und mussten trotzdem halt die ganze Zeit was machen. Aber wir freuen uns, jetzt mal wieder einen Vlog zu machen. Ich habe mir gerade einen Tee gemacht. Und zwar ist es hier ein Cystus-Tee. Den gibt es in der Apotheke. Der wurde uns empfohlen gegen Erkältungen, Entzündungen und was weiß ich was. Da trinken wir den aktuell fleißig. Weil gefühlt sind wir wirklich, seit wir aus dem Urlaub zurück sind, also seit der letzte Vlog online gegangen ist, ständig krank. Unser Sohn schleppt immer wieder irgendwas an. Und uns erwischt es dann auch einfach. Jetzt heute geht's uns gut. unser Sohn schnieft zwar wieder, aber ja, uns geht's soweit gut. Und ich bin gerade am Arbeiten und mache da jetzt auch mal weiter und schneide ein Reel. Und wenn ich hier so runter ins Büro gehe, weiß ich gar nicht, ob wir euch schon mal gezeigt haben, dass unser Vorraum größer geworden ist. Das ist kurz vor unserem Urlaub passiert. Also ursprünglich war unsere Türe hier, also hier, wo jetzt der Teppich liegt, ging quasi die Eingangstür rein. Also ein sehr kleiner Eingangsbereich und es war super gequetscht, auch immer mit den Jacken hier. Und wir haben das jetzt vergrößert und draußen ist dann das gleiche Holz, kann ich euch gleich noch zeigen. Und jetzt seit ein paar Tagen ist die Türe angeschlossen, kam der Elektriker vorbei hier, das sieht noch sehr wild aus. Das habe ich ja auch schon mal hier gemacht, ich habe die Klinge provisorisch angeschlossen. Ich glaube, das stimmt eigentlich auch alles. Aber jetzt ist halt Strom auf der Tür, sodass man die jetzt aufmachen kann. Und hier liegen auch schon Kabel für die Wallbox, damit wir laden können. Und ja, jetzt dadurch, dass die Kabel hier alle liegen, kann ich anfangen, das schön hier mit Gipskarton oder so eine Vorwandinstallation erst zu machen aus Holz und dann Gipskarton drauf. Hier haben wir ein kleines Fenster eingebaut, damit einfach schön Licht reinkommt. Ja, und so sieht das jetzt von außen aus. Also wir sind bestimmt so 1,5 Meter oder sowas hier rausgerutscht. Und das Coole ist halt, von unserem Dach Umbau, also unsere Aufstockung, haben wir das gleiche Holz hier jetzt einfach runtergezogen und ich finde, das sieht optisch richtig schön aus und wir gewinnen halt richtig viel Platz dadurch. Ja, und jetzt die Tür funktioniert jetzt auch. Wir haben auch einen Zahlencode, mit dem kann man dann rein, wenn man gerade hier so viel um das Haus ist, ist es richtig praktisch. So, jetzt aber an den Schreibtisch, Reel schneiden. Das ist das Reel. Ich gucke es immer noch mal am Ende ein paar Mal an, ob mir irgendwas auffällt, ob es irgendwo zu lang ist oder sowas und kürze es dann nochmal. Und zwar habe ich ein Spiel gebaut, so ein 3D-Tic-Tac-Toe. Es macht unfassbar viel Spaß und das könnt ihr gewinnen. Ich habe auch eine Verpackung gebaut. Also so, das ist die Verpackung. Das habe ich bedruckt auch mit dem Holz und Lack. Und dann macht man das auf und ich habe hier so ein Inlay gebaut und das, aus dem baut man das Tic-Tac-Toe-Spielfeld und das sind nachher die Spielfiguren und man kann halt dreidimensional, also man kann ein kleines setzen, dann kann aber der andere mit dem nächsten quasi drüber gehen und das auslöschen und so, es macht unfassbar viel Spaß auf jeden Fall und ist nochmal ganz anders als so normales Tic-Tac-Toe. Falls euch interessiert, wie ich es gemacht habe oder falls ihr es gewinnen wollt, schaut auf meinem Instagram-Profil vorbei, da habe ich es Donnerstag gepostet. Hallo! Richtig seltsam, wieder in diese Kamera hier reinzusprechen. Die ist auch völlig verfettet. Sieht gut aus. Ja, wo fange ich an? Was ist in den letzten 2 Monaten passiert? Keine Ahnung. Ich kann mich ja teilweise nicht mal mehr erinnern, was wir vorgestern gegessen haben. Wie soll ich euch da erzählen, was wir im November alles gemacht haben? Unser Sohn ist 2 geworden, Alex ist 31 geworden. Wir haben die Geburtstage gefeiert. Was war denn noch? Wir haben unten im Büro ein bisschen was umgeräumt. Wir haben den einen Büroraum so, also wir sind noch dabei, den umzugestalten, aber da war die ganze Malerkleidung drin gelagert. Die haben wir jetzt im Büro an einen anderen Ort, damit wir den Platz besser nutzen können. Ich habe keine Ahnung, es ist ganz weird, jetzt plötzlich wieder zu vloggen, aber wir dachten uns, ab und an schauen wir mal, wie wir das weiter noch umsetzen können, weil das macht schon auch sehr viel Spaß und es macht schon auch sehr viel Spaß, so ausführlicher über den einen oder anderen Gedanken zu sprechen und irgendwie, ja, wir haben es tatsächlich ein bisschen vermisst, muss ich sagen. Weil Instagram Stories oder sowas, das ist einfach nicht das Gleiche. Und das hier ist auch nochmal
eine ganz andere Community, finde ich. Naja, jedenfalls, das wird mit Kleinkind, finde ich, aber immer herausfordernder, weil der mittlerweile mega viel redet, ständig natürlich auch seinen eigenen Namen sagt. Man muss also dauernd aufpassen, dass nicht jemand durchs Bild huscht oder irgendwas redet und so weiter und so fort. Und ich weiß auch nicht genau, wie ich das finde, wenn er sieht, wie wir dauernd mit so einer Kamera reden. Ich finde es ja schon schlimm genug, dass er da sieht, wie wir dauernd in unser Handy gucken. Ja, das lässt sich aber irgendwie auch nicht so ganz vermeiden. Ab nächstem Jahr ist bei uns dann die Betreuungssituation eine andere, wenn alles klappt. Das hat sich bei uns auch mehrfach alles umstrukturieren müssen. Das Ganze ist ein bisschen anstrengend. Ich bin sehr froh, wenn einfach so um dieses Organisieren, Kümmern-Ding, also von so organisatorischen Geschichten mit wie, wann, was, hier anmelden, da anmelden, wenn das einfach mal vorbei ist. Jetzt hat gerade mein Wecker geklingelt für die Geschichte, die hier im Ofen ist. Ich filme da nämlich was, aber das ist noch nicht fertig. Das sieht vielversprechend aus. Sehr gut. Also ja, im nächsten Jahr wird es also für uns auch nochmal spannend. Mal gucken. Vielleicht können wir dann auch hin und wieder was davon erzählen. Ich habe heute zum ersten Mal so eine Dattelcreme selber gemacht und habe da auch noch Kakao mit rein und frage mich, warum ich das nicht schon früher gemacht habe und gerade so für Kind so Kakao-Dattelcreme gekauft habe. Das hat original, keine Ahnung, 2 Minuten vielleicht gedauert, wenn man großzügig rechnet. Und wir haben keinen Thermomix. Ich habe das hier in diesem Silvercrest Lidl-Mixer gemacht und das hat wunderbar funktioniert. Ich habe aber auch diese Soft-Datteln verwendet und die dann im gleichen Verhältnis mit Wasser gemixt. Also 200 Gramm Datteln und 200 Milliliter Wasser und einfach kurz auf höchster Stufe. Und das ging richtig schnell. Also nichts mit Einweichen und so weiter. Und das habe ich dann da auf den Blätterteig drauf und den dann so gedreht, damit das aussieht wie ein Weihnachtsbaum, den ich dann auch noch dekorieren werde. Und das ist dann ein guter Party-Snack. Also ich muss sagen, das ist doch ganz süß geworden. Jetzt so für die Tage, an denen man vielleicht irgendwie Weihnachtsbesuch kriegt. Und ich muss das noch filmen, deswegen kann ich es euch jetzt nicht demonstrieren. Aber man kann sich da dann einfach hier so einen gedrehten Blätterteigarm abzupfen. Und dann sind da noch gebrannte Mandeln und Mangostreifen und Datteln und gebrannte Kürbiskerne. Und dann ist das so ein Snackboard, ein weihnachtliches. Ha, gemütlich. Das Feuer brodelt und lodert da hinten. Und wo stelle ich jetzt die Kamera am besten hin? Fertig aus der Übung. Fertig aus der Übung. Ja, wir haben auch schon ewig nicht mehr zusammen hier gequatscht. Hey. Das ist, ja, hallo. Schön. unser Sohn schläft zum Glück. Sag schon gut. Zu laut, ja, ich wollte es gerade sagen. wie empfindest du gerade die Zeit so als Eltern? Herausfordernd. Gerade finde ich es herausfordernd. Ich glaube aber, was ich einfach herausfordernd finde, ist so der Spagat. Der Spagat zwischen Mama sein und eine private Marie sein und eine berufliche Marie sein und eine Ehefrau sein und so dieses Ganze. So diese ganzen Rollen, die jeder Mensch hat, das finde ich gerade äußerst herausfordernd, das in der Balance zu halten. Ja. Zusätzlich noch so irgendwie, also bei uns, in diesem Social Media Game sind einfach November und dann vor allem Dezember und die ganze Vorweihnachtszeit so mit die stressigsten Phasen im Jahr. Und gefühlt jeder will nochmal was von einem. Und alle brauchen, müssen das halt dann auch beenden. Also selbst wenn man jetzt nichts im November, Dezember macht, ist es dann halt trotzdem irgendwie noch, die Rechnungen fehlen hier noch, da noch. Und das lass uns schon mal aber bitte fürs nächste Jahr planen. Und was ist damit? Und kannst du noch hier? Und bitte mach noch das. Und wie sieht's denn damit aus? Und dann kommen auch noch Freunde um die Ecke, die vielleicht auch noch irgendwie ein Business oder irgendein Projekt haben und da einen noch brauchen. Das will man ja auch voll gerne unterstützen. Aber ich habe vorhin zu Alex gesagt, ich habe das Gefühl, aktuell jeder will was von mir. Ich komme gar nicht hinterher. Allen gerecht zu werden und Nachrichten zu beantworten und so weiter. Ja. Und wenn es dann halt noch ein bisschen anstrengender und herausfordernder ist, so als Eltern, mit Kind, also als in der Elternrolle quasi, und man selber so denkt, so, boah, shit, mir raucht da auch schon der Kopf komplett quasi. Ja, geht mir auch so. Deshalb freuen wir uns umso mehr, dass wir bald nach Spanien gehen werden. Oh, Hammer! Das haben wir jetzt schon, ich weiß gar nicht, wann haben wir das eigentlich gebucht? Ja, bald ein Jahr. Vor einem Jahr. Im Januar schon. Haben wir es gebucht, glaube ich, direkt. Ja. Ja. Auf jeden Fall sind wir den Januar über weg. Wir haben mit Freunden ein Haus in Spanien gemietet und wir machen eine Workation. Also da der Plan ziehen ist, wir komplett hin quasi eigentlich. Ja,
wir ziehen nach Spanien für einen Monat. Also der Plan ist nicht, Urlaub zu machen oder so, sondern auch bei den Freunden von uns ist es so, ein Teil ist in Elternzeit, ein Teil arbeitet und muss dann aber halt einfach auch arbeiten im Angestelltenverhältnis. Entsprechend ist das nicht so, mache ich es heute nicht, mache ich es morgen. Sondern, ja. Genau, und das gibt dem Ganzen dann natürlich sehr viel Struktur, deswegen haben wir auch ein Haus und sind nicht nur mit dem Camper unterwegs, fahren aber mit dem Camper hin, damit wir die Fahrt entspannt gestalten können. Genau, weil es sind 2.500 Kilometer, also wir fahren ganz, ganz runter, eigentlich nach Tarifa da in die Nähe, wo ich mit meinen Eltern immer früher Silvester verbracht habe, wir haben da auch schon mal zusammen Silvester verbracht. Ja. Dort hat es so angenehme 20 Grad, kann auch mal kälter sein natürlich, aber irgendwie entfliehen wir da so ein bisschen dem nasskalten Wetter, den ganzen Krankheiten, den ganzen Erkältungen hier. Zumindest hoffen wir das mal, dass das irgendwie so sein wird. Und dann werden wir halt dort von dort arbeiten und im Januar werden bei uns wahrscheinlich eigentlich keine Reels auch auf Instagram kommen, sondern es ist so ein bisschen Ruhe. Vielleicht werden ein paar Vlogs kommen, gucken wir mal irgendwie. Wir schauen einfach mal, aber wollen wir noch nichts versprechen. Genau, da wollen wir nichts versprechen, aber wir wollen so ein bisschen vor allem das nutzen, auch um zu planen, einfach auch mal alle Firmen planen im Januar. Wir sollten auch im Januar einfach mal planen und so ein bisschen zu gucken. Wo geht die Reise geht hin, was steht alles an und so. Ich habe das in diesem Jahr schon gemacht, da habe ich mir den Januar komplett freigenommen. Hatte auch schon vorher gesagt, dass ich da keine Kooperationen umsetze, dass ich da keine Videos drehe, dass ich da keine Inhalte auf Instagram poste. Und hatte einfach den Januar, um mal so ein bisschen Struktur in den Laden zu bringen, um mir Gedanken zu machen. Da habe ich zum Beispiel sowas wie die Themenwoche, die ich auf Instagram mal eine Themenwoche lang hatte, gemacht oder mir überlegt, so als Ding, dass ich das gerne machen würde. Da habe ich mein Mini-Magazin so konzipiert und aufgesetzt und lauter solche Sachen. Und das hat sehr gut getan. Das war irgendwie sehr befreiend für den Kopf, gerade halt auch noch so nach dieser Weihnachtszeit. Und deswegen haben wir gedacht, machen wir das 2024 wieder so. Voll. Aber diesmal eben aus Spanien. Alter, Mimi, wie siehst du aus? Ich pass gar nicht auf die Kamera. Ja, auf jeden Fall. Der Moppel hier darf bei Alex Eltern wohnen. Ja, da wird er sich so riesig freuen, glaube ich. Gell? Ich glaube, der brennt den ganzen Tag das Feuer. Das findet er richtig gut. Ja. Weiß natürlich noch nichts von seinem Glück. Schaut mal. Das ist das Haus. Wow. Mit Pool. Und ja, wir waren auch noch nie da, deshalb keine Ahnung. Aber da sieht es auf jeden Fall ultimativ fancy aus. Und hier ist gleich das Hammer. Meer. Da werdet ihr mich hoffentlich auch oft sehen. Oder nicht sehen, aber da werde ich auf jeden Fall sein. Hoffe ich. Da freue ich mich schon echt richtig, richtig arg drauf. Bei mir wird ja heute Abend hier Lego aufgebaut. Das habe ich zum Geburtstag geschenkt gekriegt. Ich habe so Bock mal wieder gehabt, so ein Ding zu bauen. Vor der Geburt von unserem Sohn habe ich auch schon von Marie so ein großes Ding bekommen. Das hat auch mega viel Spaß gemacht. Und hier unten wird auch gebastelt, gell? Die Wichtelkiste rausgeholt. Bei uns ist nämlich ein Wichtel eingezogen in diesem Jahr. Und der macht jetzt heute Nacht eine kleine Lagerfeuer-Session. Hier haben wir ein kleines Lagerfeuer. Credits dafür gehen aber an eine Freundin, das habe nicht ich gebastelt. Das ist so cool, ey. Entweder kommen die Schleichtiere und sitzen damit. Oder aber die kleinen Filzfiguren, die im Adventskalender sind. Schleichtiere sind auch süß, finde ich. Ja, oder die machen mal noch was anderes. Ah ja, stimmt. Weil jetzt, mein Großcenter hat diesen so einen Adventskalender gebastelt. Mit so kleinen Filzfiguren drin. Und ich dachte, die sitzen vielleicht da am Lagerfeuer. Und das ist eben die Wichtelkiste mit allem, was wir so an Zubehör und an Gebastelten haben. Hier zum Beispiel die Elf Times. Die Wichtelzeitung und da sind die Marshmallow-Spieße. Guck mal, da ist ein Marshmallow abgefallen. Das habe ich einfach aus Fimo gemacht. Das kommt dann auch zum Einsatz jetzt heute. Und das ist, wie gesagt, das Feuer. Also es ist so eins von diesen Teelichtern. Einfach da innen drin. Das hat sie dann so schwarz angemalt und Steinchen außen hingeklebt und so Stöcke. Und so Moos noch. Und dann kann man das unten anmachen. Einfach richtig toll.
Das war der Bauplan, der am Anfang da lag, als die Baustelle war. Ich finde es schon sehr süß. Auch ein bisschen stressig, aber auch süß. Aber tatsächlich ist es ja auch in dem Alter so, dieser Wichtel, der muss noch gar nicht immer irgendwas Krasses machen. Also die Erwartungshaltung ist gar nicht da. Heute ist zum Beispiel nichts passiert und die letzten Tage waren wir weg, da ist dann auch nichts passiert und dann wurde auch nicht danach gefragt. Und dann wurde heute Morgen aber wieder gefragt, was der Wichtel macht. So, also, ja, keine Ahnung, ich finde das in dem Alter jetzt noch völlig fein. Dann ist da halt mal was und mal nichts. Aber der Pressure ist schon hoch, muss ich sagen. Also im nächsten Jahr kann man dann mehr machen. Ich habe hier zum Beispiel neulich abends auch so eine Strickleiter gebastelt, damit der sich abseilen kann von seinem Regal, auf dem er wohnt, um dann Streiche zu machen und so. Ja, vielleicht auch noch nicht in diesem Jahr. Vielleicht dann auch einfach am nächsten. Findest du, der Pressure ist hoch? Ja, also machst irgendwie... Machst du dir Druck, was du nicht lassen willst? Nee. Ach, nee, ich hab gesagt, mir ist es zu viel, aber... ja, ich finde schon, dass es ja nochmal eine zusätzliche Aufgabe ist, irgendwie, die man sich noch aufhält. Irgendwie ist ja auch süß und schön, aber ist schon auch einfach was. Aber wie du sagst, aktuell noch nicht so schlimm, wenn nicht so viel passiert, aber kann irgendwann das, dann schon, irgendwann aber schon. Vielleicht kann man auch die ersten Jahre die Ideen wiederholen. Einfach vielleicht an anderen Tagen oder so. Ach so, stimmt, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Natürlich, irgendwann muss man sich ja jedes Jahr was ganz Neues überlegen. Ja, dann ist der Wichtel halt auch mal krank. Dann legt man ein paar Taschentücher vor die Tür und kocht dem einen Tee. Aufgabe für den Tag erledigt. Das ist eine fantastische Idee. Der ist dauernd krank. Und im Urlaub. Wir sind doch auch ständig krank, also Wichtel. Also der Wichtel auch, ganz einfach. Cheers. Der Schreibtisch sieht so schlimm aus. Ich kann nicht mal nachhingehen, weil da sind bestimmt viele Sachen, wo Adressen und so weiter draufstehen. Ich habe einfach keine Motivation, ihn aufzuräumen. Für mich beginnt der Tag, schon vor einer ganzen Weile, aber mein Tag hier unten im Büro, jetzt mit einem kurzen Call mit meinem Management. Ich hasse das Wort Management, das klingt immer, als wäre man so unglaublich wichtig. Aber ich habe eben so im Orga-Kram ein bisschen Unterstützung und wir versuchen so einmal die Woche zu sprechen, spätestens alle 2 Wochen. Und tauschen uns sonst digital aus. Aber es ist doch immer ein bisschen was anderes in persona. So, und ich bin noch nicht zu spät. Nur fast. Während Maria am Arbeiten ist, war ich gerade mit unserem Sohn, meiner Freundin. Und die hat mich behandelt. Und zwar habe ich richtige Ellbogenschmerzen. Und die ist Physiotherapeutin. Und hat da jetzt mal drauf geguckt und meint ja, das hat so Entzündung drin. Ich weiß nicht genau, wie dieses Syndrom sich nennt, aber es zieht halt hier von ganz oben nach unten. Es liegt wahrscheinlich daran, dass ich halt immer nur vor dem Körper die ganze Zeit irgendwie arbeite, mache und tue. Und jetzt habe ich so ein Elektrogerät mitbekommen. Hier auf der Seite habe ich ein riesenlanges Tape. Jetzt bin ich mal gespannt, wann es besser wird. Und ich mache mich jetzt mal in diesen Chaosraum. Den habt ihr auch noch nie fertig gesehen. Der sieht hoffentlich gleich schöner aus, wenn ich das Bett gemacht habe und die Kleider irgendwie weggeräumt. Aber das ist unser Schlafzimmer. Tada! Jetzt sieht es schon gleich viel besser aus. Also, das Bett ist neu. Das habe ich auch selber gebaut, für alle, die es interessiert. Es gibt ein Schlafzimmer-Makeover und ein extra Bett-Video dazu. Also, es ist 2,40 Meter breit, komplett aus Eichenholz gebaut. Ist auch echt nicht schwierig zu bauen. Und das Kopfteil ist auch selber gebaut. Und hier dieses Regal mit dem rosa Blob auch. Also, ist alles auf meinem YouTube-Kanal oder Instagram. Könnt ihr das angucken, falls euch interessiert. Jetzt, wenn man das so merkt, ist wirklich einiges passiert in diesen 1,5 Monaten oder knapp 2 Monaten. Also wirklich crazy. Und wenn wir jetzt schon am Zeigen sind, dann machen wir unten im Büro doch gleich mal weiter. Also das ist ja die Tür, wo wir sonst mal rausgekommen sind. Und hier hatten wir ganz lange so einen Tisch stehen und mit diesen Holzpaneelen als Hintergrund und so weiter. Und hier haben wir jetzt so einen offenen Schrank. Da hängen die... Also eigentlich hängt da Maler 2023 drin, plus noch ganz viele von unseren Basics, die wir dann immer mal auch wieder für Shootings und so weiter brauchen, einfach um hier so einen Überblick zu haben. Da sind gerade noch so ein paar Teile, die wir als letztes noch fotografiert haben, die sind noch nicht einsortiert. Die haben wir hier auf der Kleiderstange. Da haben wir einen Spiegel, der soll eigentlich noch an diese Wand, das passiert dann noch.
Und wenn wir jetzt in diesen Raum gehen, das war vorher eben der entsprechende Raum. Da hatten wir hier diese Kleiderstangen hängen und da hing die ganze Kleidung. Der ist jetzt noch, wie gesagt, nicht final. Diesen Schrank, den nimmt meine Schwester mit. Und auch ein Tisch kommt ein anderer großer hier rein. Aber das ist auf jeden Fall mein persönliches Highlight. Ich habe mir so einen richtig schönen Schrank gekauft. Und zwar dachte ich mir einfach, ich wage mal Farbe. Nicht immer alles nur in Weiß und Grau und Taub und so weiter. Sondern ich habe den in dem Barbie-Pink gewählt. Also der ist auch von Tilco, wie mittlerweile einige von unseren Möbeln, weil wir richtig happy sind mit der Qualität. Und die hatten außerdem auch so eine Rabattaktion zu Black Friday. Und da habe ich zugeschlagen. Und ich finde, das ist so schön. Das ist natürlich noch überhaupt nicht fertig. Irgendwas einfach reingeschmissen. Die Schränke sind alle noch leer. Der Kram steht noch hier und da und da und da. Und das Ding ist auch noch komplett voll. Aber ich werde das nach und nach hier alles einräumen. Ich freue mich schon mega drauf. Und dann kommt dieses Regal da an die Wand. Da kommt eine andere Platte hin, damit da der Abstand gefüllt wird. Wie gesagt, einen großen Tisch hier in der Mitte, damit man auch gut filmen kann. Eine Lampe kommt an die Decke. Ich brauche auf jeden Fall hierfür eine andere Lösung, weil das macht ohne diese Videolampe, ich zeige euch das mal, wirklich ein ganz grausames Licht. Man sieht fast nichts hier drin. Ja, also deswegen so eine Tageslichtlampe und dann da irgendwie ein bisschen schönere Lösung. Und auf diese Seite möchte ich gerne auch noch irgendwie ein Regal anbringen, aber eher so ein offenes, um so Sachen, die ich gemacht habe, da so ein bisschen drapieren zu können. Also ja, einfach so ein richtig schöner Kreativraum. Ich freue mich mega. Ich habe so Bock, hier drin die Sachen zu machen. Ich meine, Pink ist einfach, das ist so richtig meine Happy-Farbe. Ich hatte in meinem Kinderzimmer früher sehr viel in dieser Farbe. Und das hat mich immer, immer, immer glücklich gemacht. Nachdem ich dann so meine Phase, in der ich Pink ganz schrecklich fand, überwunden hatte. Ja, das ist für mich richtiges Wohlfühlen. Und bevor wir wieder am Ende dieses Vlogs angekommen sind, gibt es noch eine Sache, die wir euch erzählen können. Und zwar sind wir am Samstag, also jetzt, wenn ihr diesen Vlog seht, heute. Stimmt. Und morgen am Sonntag auf dem Holy Shit Shopping Event in Stuttgart vertreten mit Marla. Also wir werden an beiden Tagen wahrscheinlich so von 12 bis 14 Uhr da sein. Und unser Team ist sonst den restlichen Tag eben am Stand vertreten. Aber wir können Kind nicht mitbringen und da muss man ja immer so ein bisschen organisieren. Aber von 12 bis 14 Uhr sind wir auf jeden Fall da. Könnt ihr Teile anprobieren, direkt mitnehmen, wenn sie euch gefallen. Genau. Und für die, die nicht kommen können, haben wir uns wieder überlegt, wir machen kostenfreien Versand an dem Wochenende. Und das ist auf jeden Fall auch das letzte Wochenende vor Weihnachten, dass da auf jeden Fall gesichert noch die Teile bei euch ankommen. Danach wird es, glaube ich, schwierig. Man kann natürlich immer noch bestellen, aber schwierig mit Lieferung vor Weihnachten. Da garantiert genau. Die Post ist, glaube ich, auch nicht mehr, gell? Ja. Irgendwie so. Also wir haben ja auch jetzt super süße Partner-Styles und so weiter. Stöbert gerne mal im Shop vorbei, wenn es euch interessiert. Wir haben neue Kinder-T-Shirts und Kinder-Sweater. Das ist richtig cool. Genau, und dann eben Partner Erwachsenen-Oberteile. Und es gibt dazu auch Geschenkbeutel. Genau. Ja. Also es lohnt sich auf jeden Fall vorbeizugucken, gerade wenn ihr eben noch auf der Suche nach was seid. Ja, und dann machen wir mal wieder das Übliche, oder? Dann wünschen wir euch einen schönen Tag. Tag mit der Gabe. Wir sollten das gleichzeitig sagen, ja, richtig. Fail. Ich hab's vermisst, ja. Eins, zwei, drei. Schönen Tag, Mittag, Abend, Nacht. Ciao, ciao. Tschüss.